so wie beim ersten Teil, wählt man vor der Mission erstmal aus, welches Land man eigentlich angreifen möchte. Das mache ich jetzt hier. Und dann gibt es wie üblich die Missionsbeschreibung. Begin full production of the gas. Already underway, Comrade Stalin. Neben den Videomissionsbeschreibungen, die übrigens viel genauer den eigentlichen Einsatz jetzt beschreiben als im ersten Teil, kann man natürlich das Ganze auch als Text sehen und auch jederzeit während der Mission wieder aufrufen. Timer started. Die Hauptverbesserung von Red Alert im Vergleich zum Vorgänger ist nicht etwa die SVGA-Grafik, mei, das hat mittlerweile jedes Echtzeitstrategieprogramm. Die wirkliche Verbesserung sind die Missionen, weil so komplex und vielseitig wie hier sind sie bei keinem anderen mir bekannten Spiel. Hier zum Beispiel muss ich zuerst einen Spion in eine Basis bringen, und zwar in dieses Gebäude, und diese netten kleinen Hunde hier sind die einzigen, die mich erkennen können. Darum gehe ich ein bisschen zurück, dass sie mich nicht wittern, und warte, bis sie von diesem Eingangstor hier weggegangen sind. So, jetzt sind die Hundchen weg und ich kann schnell da oben zu dieser Waffenfabrik gehen. Meine Aufgabe ist es... Gott sei Dank habe ich die Hunde nicht erwischt. Meine Aufgabe ist es, diesen Truck, der vor der Waffenfabrik steht, zu kapern und damit durch die gesamte Basis des Gegners bis zur Tanya zu fahren und die dann zu befreien. Das sieht man jetzt. Wer fährt jetzt die ganze Strecke durch die ganze riesige Basis zur Tanya? Und schließlich sind wir fast da. Hier unten wird die Tanya festgehalten. Diesen Spezial Technology Center. Ja, und der Spion lässt das Wägelchen noch in diese Fässer fahren, die explodieren. Und jetzt ist die Tanya da. Jetzt geht's weiter mit der Mission. Die Tanya hat die Aufgabe, sämtliche Luftabwehrstellungen auszuschalten, damit ein Helikopter sie retten kann. Und erst dann geht die eigentliche Mission los. So, jetzt wird es langsam etwas knapp. Die lösen einen Großangriff aus. Aber ich kann diese Fässer sprengen und habe mir da einigen Ärger gerade vom Hals geschossen. So, und jetzt müsste der Helikopter demnächst kommen, weil die Luftabwehr weg ist. Da kommt noch ein gegnerischer Soldat. Na, das können wir auch noch mitnehmen hier. Das Kraftwerk. Da kommt der Helikopter. Und in den steigen wir jetzt ein. Jawohl. So, nachdem die Tanya jetzt geflohen ist, kommen oben die eigentlichen Truppen, die jetzt den ganzen Rest der Basis zerstören müssen. Somewhere inside this research center, the Soviets hold Albert Einstein. We need him back immediately. Okay, hier sind wir in einer anderen Mission, wo gerade ein Luftangriff stattfindet auf uns. Aber zum Glück haben wir ja unsere Anti-Aircraft Guns. So, nachdem das beseitigt wäre, starten wir einen Gegenangriff. Haben hier eine schöne Invasionsflotte aufgebaut, die sich jetzt zum Gegner bewegt. Gut, jetzt sind wir an der gegnerischen Küste angelangt. Ich kann nur an flacher Küste anlanden, nicht an steil hängen. Und als erstes muss diese Tesla-Spule da oben von meinen Kanonenboten beseitigt werden. Oh oh, jetzt kommen schon die Transporter. Ich hoffe, die kriegen nicht allzu viel ab. Oh je, das erste Schiff ist schon weg. Da kommt auch ein Mammut-Tank, zumindest wäre es im ersten Teil einer gewesen. Aber jetzt lade ich ja schon meine Truppen aus, die sich wohl um das ganze Zeug da kümmern. Von rechts kommen die nächsten Gegner. Oh oh, jetzt wird's kritisch. Ich muss es schaffen, meine Leute abzuladen, bevor die Transportschiffe zerstört sind. Aber das klappt eigentlich recht gut hier. Jawohl. Aus irgendeinem Grund habe ich einen Ernter mitgenommen, aber egal. Jawohl. Nachdem ich jetzt erstmal angelandet bin, kann eigentlich nicht mehr so viel schief gehen. Und meine Truppen halten sich auch recht gut. Und jetzt kann ich weiter und ihm die Fabriken zerstören, beziehungsweise die Kraftwerke. Dann fallen nämlich seine ganzen Shaft Generators und das ganze Zeug aus. Mein Ziel ist es, die ganze Basis auszuräuchern und vor allem am Schluss hier dieses Gebäude hier hinten. So, und ungefähr 10 Minuten später haben wir es jetzt geschafft. So sieht ein Schlachtfeld aus, wenn alles beseitigt ist. Und wir räumen mit den letzten armen Gegnern auf und haben die Mission gewonnen.